Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Doom 4. Wir machen direkt los mit der Action. Einfach alles umbringen und ja, Blutnest. Hallo, wie lange dauert das jetzt gerade? Das gibt's doch nicht. Fuck, man, richtig scheiße gemacht. Ich wusste es. Was ist das denn? Quersäger. Komm her. Geil, geschafft. Das war erstmal der wichtigste Gegner. Diese Quersäger-Fähigkeit ist echt geil. Das war's! Oh mein Gott! Richtig, richtig gut eingesetzt, den Berserker. Nice. Wie viel haben wir jetzt? 2. Okay, das war super einfach durch den Berserker-Move. Richtig geil. Taktisch schlau eingesetzt ist seine Energie. Und wir haben nicht mal die Fässer benutzt. Nichts, was wir einsammeln können. Oh. Denken Sie dran, die 12 des Neunerrats beobachten Sie. Rotz. Also wenn wir jetzt wieder auf engerem Gebiet sind, würde ich natürlich die Pumpe nehmen. Oh, oh, gleich wird Hayden wieder rumheulen. Hör auf damit, bitte nicht. Hat so viele Jahre gedauert, die Hölle zu öffnen und Monster reinzulassen. Wir können die jetzt nicht einfach wieder vernichten, diese Monster. Oder die Monster schon, aber nicht die Hölle, die ist gut. Wenn du unsere Energieproduktion stoppen willst, musst du nur den letzten Filter zerstören. Dann gibt es keine Arts und Energie mehr in unserem Sonnensystem. Und wir fangen wieder bei Null an. So, spiel durch. Keine Ahnung, was du da gerade getan hast. Olivia lebt noch. Ich habe ihre Lebenszeichen im Argent Tower entdeckt. Sie hat einen der Akkumulatoren aus dem Tower mitgenommen. Wir können seine Energiesignatur verfolgen. Ich kann hier mitten im Feuer stehen, ja, ist ja nicht. Das war's dann. Es gibt sonst nichts mehr zu tun. Töte Olivia Pierce. Klingt einfach. Ist dann das Spiel vorbei? Aber gut, es soll eher nur 10 Stunden oder so gehen. Und dann wahrscheinlich auch nur 10 Stunden, wenn man nicht einfach durchrusht. Wobei, ich bin auch ein paar Mal gestorben. Vor allem, es gab noch keinen einzigen Endgegner, fällt mir gerade ein. Warum gibt's denn hier keine Zwischenbosse? Ich hab gedacht, okay, das fehlt mir auch noch bei dem Spiel Doom 4. Ich hab gedacht, dass daraus besteht Doom, dass man geile, krasse, große Gegner platt macht am Ende jedes Levels. Aber es ist überhaupt nicht so. Es sind immer nur diese kleinen Kackgegner. Fuck, man! Egal, wir haben gar nichts abgeschlossen. Wandle auf dem Weg, interagiere mit einem Runenprüfstein. Sehr schön. Vogelperspektive und Ritterschlag haben wir nicht geschafft. Du hast die Produktion von Argent Energie gestoppt, gegen den Wunsch von Samuel Hayden, und damit den Zeitpunkt verzögert, bis sich das Höllenportal öffnet. Olivia Pierce ist aber noch immer entschlossen, die Armeen der Hölle in diese Dimension zu bringen und hat einen Akkumulator zur Spitze des Argent Towers gebracht, um dort mit einem transdimensionalen Riss ein Portal in die Hölle zu öffnen. Das darf nicht passieren. Du musst Olivia Pierce töten. Sie wird doch am Ende sowieso von irgendeinem Dämon oder sowas eingenommen oder verwandelt sich in einen Dämon und irgend sowas. Das ist doch immer klar. Das ist immer das Gleiche. Argent Tower. Ja, die primär Zugangspunkte zum Tower wurden durch die Explosion zerstört. Die Pipeline ist beschädigt, aber nicht zerstört. Im Wartungshangar sind Sprungstiefel. Damit lässt sich die Pipeline überwinden. Sprungstiefel. Relativ weitläufiges Gebiet. So, dann. Oh nein. Oh, das ist knapp. Ich glaube, da wäre ich gestorben. Was schießt denn hier? Dämonenpräsenz gefährlich hoch. Abwinkelung abgeschlossen.
war das denn? Irgendein raketenschießendes Monster. Das ist eine Art Zwischenboss. Der trifft mich irgendwie überhaupt gar nicht. Oh nein. Ich sag's noch, wenn ich da runterfall, bin ich tot. Aber wenigstens ist der Speicherpunkt direkt hier. Ich sag's nur, dass ich da sterbe und dann mache ich's trotzdem. Aber wenn das Monster so träge bleibt, dann wird's einfach. Deswegen mache ich's eigentlich, will ich's lieber mit der Pumpgun machen. Dämonenpräsenz gefährlich hoch. Abwicklung abgeschlossen. Ich meine, es schießt halt immer in solchen Mustern. Das ist, naja. Super simpel. Es schießt einfach zu langsam. Revenant. Revenant sind Angehörige des UAC-Militärs, die durch kybernetische Implantate und wiederholte Bestrahlung mit Lazarus-Wellen gezielt in dämonische Krieger verwandelt wurden. Zunächst werden an den Schultern des Patienten mehrfach Raketenwerfern angebracht. Außerdem wird ein mit Archen aufgeladener Biochip in die Großhirnrinde des Patienten eingepflanzt. Die MFRW ermöglichen es, den Revenant-Gegner mit konventionellen Raketen zu beschießen. Außerdem verfügen die MFRW über Schubdüsen, welche die Mobilität des Revenants erhöhen. Okay. Macht sie aber jetzt nicht wirklich krass gefährlich, muss ich sagen. Oh, schon wieder Runenspiel. Ach so, hier ist ein Netz, okay. Hier kommen wir nicht rein. Ich will wieder Rune, verdammt nochmal. Grüße. Da hoch komme ich nicht. Wie komme ich denn zu der Rune, verdammt nochmal? Ich will da jetzt hin. Geh da rüber, schieb dich da rüber, ich muss da hoch, denke ich. Oh, da ist ja noch einer. Aber scheinen solche Babygegner zu sein. Der war auf jeden Fall von oben nach unten. Oh, jetzt wird's natürlich heftig. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Komm nicht zurück. Muss ich aber, glaube ich, erstmal die kleinen Spinner ja kaputt machen. Bevor ich mich um den Revenant kümmern kann. Wisst du was? Machen erstmal das alle. Okay. Dann wollte ich eigentlich zum Plasmagewehr wechseln. Auch wieder leicht. Ich will jetzt zu diesem Runenspiel. Wieso geht's? Ach, Mann. Aber hier komme ich nicht mehr hoch. Ach so, vielleicht mit meinen Sprungstiefeln. Alles klar, dann muss ich wieder zurückgehen. Gut, wo gibt's die Sprungstiefel? Her damit. Loot gibt's hier erstmal. Ist der Kundenerfolg der USC. Ah. Argent-Energie. Starten Sie für die Sache. Doppelsprung, du hast ein paar Delta V Sprungstiefel erhalten. Ah, cool. Doppelsprung, das kennen wir ja. Drücke in der Luft Leertaste, um zu springen. Je nach Timing kannst du so höher oder weiter springen. Je nach Timing. Darf also nicht zu dumm sein zum Springen. Ah?
Ja, Rune. Hallo. Schalte mit der doppelläufigen Schrotflinte 30 Zombies aus, bevor die Zeit abgelaufen ist. Ja. Erhöht die Menge der Munition, die du bei Dämonen und in Gegenständen findest. Das ist auch nicht schlecht. Das ist auch nicht schlecht. Nehme ich gerne mit. Mal gucken, ob das jetzt anspruchsvoller ist. Das zweite war ja leichter als das erste. Vielleicht ist es auch das dritte leichter als das zweite. Keine Ahnung. Ja, los. 3, 2, 1, meins! Fuck! Ah, okay, das ist schwerer, weil ich nicht wusste, wo es lang geht. Aber das ist auch schwerer wegen dem Nachladen etc. Und es sind schwerere Gegner. Oh nein, ich bin gestorben. Darauf habe ich gar nicht geachtet. Scheiße, Mann. Aber man muss halt relativ nah rangehen, damit es fett Schaden macht. Okay, das ist wirklich bisher die schwerste Prüfung. Aber machbar. Scheiße. Oh, scheiße, wo waren die denn jetzt? Oh, jetzt muss ich die auch noch suchen, oder was? Wie viel brauche ich? 30? Oh Gott, das ist echt viel. Aber egal, ich mache das so lange, bis ich es geschafft habe. Hallo, wer bin ich denn? Warum waren die vorher nicht da? Boah, vor allem muss ich ja beim zweiten Versuch muss ich es ja fast geschafft haben, wenn ich sehe, dass ich jetzt schon 25 Kills habe. Hä? Boah. Leckt mich am Arsch! Da ist der jetzt erst oder was? Was ist denn da los? Oh, das kann nicht sein, ey. Nur weil ich keinen verdreckten Zombie mehr finde. Muss ich es nochmal machen. Naja, versuchen mehr Glory Kills zu machen, um mir hier mehr Zeit zu erspielen. Scheiße! Scheiße!
Oh mein Gott, ich glaube, es war in der letzten Sekunde. Ihr könnt ja nochmal eine Wiederholung, also ihr könnt ja nochmal zurückgehen in der Timeline, in der, zurückspulen quasi und euch nochmal anschauen. Aber ich glaube, es war wirklich in der letzten Sekunde. Kommt wieder dieser Hinweis, dass ich es nicht geschafft hätte. Wow, das war krass. Das war meine gute. Okay, hier bin ich wieder. Aus irgendeinem nicht ersichtlichen Grund bin ich gerade auf den Desktop gekommen. Auf den Desktop gekommen und musste wieder ins Spiel rein, aber nichts passiert. Ja, ich habe die Dateien jetzt einfach, also die Videodateien einfach zusammengeschnitten. So, ne? Passt schon. Ja, aber das war mal eine anständige Runenprüfung, die wirklich eine Herausforderung dargestellt hat. Sehr schön. So, jetzt haben wir also unsere Doppelsprungstiefel. Das ist ziemlich cool. Noch irgendwo irgendwas? Nein. Okay. Wo muss ich jetzt hin? Dahin. Gut, wir nehmen mal wieder das da. Ich glaube, ich muss da hoch erstmal, bevor ich darüber komme. Ich da auch rüberspringen? Ich glaube, ich muss da rüber. Schaffe ich das von hier? Das sieht echt verdammt nicht so aus. Fuck! Oh nein! Das ist auch total unlogisch, dass er da stirbt, nur weil er da runterfällt. Das wollte ich gar nicht machen. Oh, fuck. Aber egal, wir müssten ja jetzt den Speicherpunkt bei der Rune da gehabt haben, oder? Oh nein. Scheiße, Mann. Aber egal, ich versuche jetzt einfach mal darüber zu springen. Weil ich habe eh nicht das Gefühl, dass es anders gehen würde. Das ist ja auch nicht so ein grünes Ding. Das ist auch nicht zum Hochziehen, oder? Aber ich muss darüber. Ich wusste es, dass es nicht funktionieren kann. Wahrscheinlich ist wieder was total Simples und ich verstehe es einfach nur, weil ich dumm bin. Mal gucken. Es muss ja logischerweise irgendein Ort sein, zu dem ich nur kann mit den Stiefeln. Komm ich hier eigentlich wieder hoch? Darüber vielleicht, dass ich da irgendwie hoch muss? Das sieht am logischsten aus. Ja, okay. Ja, nice. Hier ist sonst nichts. War das natürlich total einfach. Sprit ist voll. Wir benutzen viel zu selten diese Kettensäge, aber ich vergesse auch immer bei diesen Rittern die einzusetzen. Das ist eigentlich das Logischste, gegen die Ritter diese scheiß Säge einzusetzen. Oder auch gegen so einen Summoner, logischerweise. Ja, da haben wir ja die letzten einfach mit Berserker-Skills platt gemacht. Das war auch geil. Das ist auch mal schön, so eine kleine Plattform-Action, die ich versau. Oh mein Gott, wieso das denn? Wie denn? Wie konnte ich denn den Sprung nicht schaffen? Was zur Hölle? Was? Ich verstehe es nicht. Wie konnte denn das passieren, meine lieben Freunde? Ach, aber wenigstens war ja noch ein Checkpoint. Und wäre es richtig kacke geworden. Ach so, voll. Ja, eigentlich Gegner, die ich von weiter weg abknallen kann. Ja. Es
So, es hat irgendwie sehr lange gedauert, merkwürdigerweise. Diesmal kein Fehlsprung. Na schieß! Ich würde sagen, oh, hier muss man echt aufpassen. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten... Wo? Dann macht man einen Cut. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Patrick, bis zum nächsten Mal. Tschüss.